Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die aus Kohle und Stahl Volume 2 Box von Kopfnuss Musik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aus Kohle und Stahl Volume 2 aus dem Jahr 2016. Das Ganze die Fortsetzung des ersten Teils aus Kohle und Stahl, dieser im Jahr 2014 erschienen. Also, wir haben hier oben Kopfnuss Musik präsentiert. Mickey, Reese und Sonic aus Kohle und Stahl Volume 2. Ansonsten hier nichts zu lesen. Und hier im Hintergrund, also die Box generell in hellgelb gehalten, haben wir hier so ein großes Gebäude, ein hohes Wohnhaus. Und das sieht mehr so nach Baustelle aus, beziehungsweise hier haben wir auch eine umgekippte U-Bahn, Straßenbahn, Schnellbahn, was auch immer. Hier steht Dortmund-Strobel-Allee. Und hier sehen wir noch das Logo von Kopfnuss Musik. Unter der Seite hellgelb. Auf der rechten Seite wieder das Logo von Kopfnuss Musik. Oberseite blank, linke Seite Kopfnuss Musik. Und die Rückseite ebenfalls blank. Hier haben wir nur einen Barcode, einen Aufkleber und hier steht AKUS 2 Größe L, also aus Kohle und Stahl Volume 2 und das T-Shirt in Größe L. Gab es damals in mehreren Ausführungen. Und wir haben es hier zu tun mit so einer Pappbox, relativ dünn das Ganze, oben zum Aufklappen und dann haben wir auch schon den Inhalt. Box von innen. Klassisch in weiß. Machen wir mal wieder zu. Und dann haben wir hier einmal ein T-Shirt, das Album und einen Sticker. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Was auf den ersten Blick natürlich auffällt, super Jewel Case, freut mich sehr. Das Cover kennen wir schon, ist 1:1 dasselbe wie auch von der Box. Allerdings, okay, 1:1 dasselbe stimmt nicht ganz. Denn hier zum Beispiel aus Kohle und Stahl ist etwas zur Seite gerückt worden, denn hier sehen wir das Kopfnussmusik-Logo noch von dem A und dem U überdeckt. Und hier ist das Kopfnussmusik-Logo relativ gut zu lesen. Wow, arme CD. Also wie gesagt, bis auf diese kleine Abweichung, das Cover wie auch auf der Box. Hier hinten lesen wir nichts, hier haben wir einfach nur die Grafik, die sich hier weiterzieht mit dem Gelb und Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks aufgelistet. Wir haben, Moment, so, jetzt kann man es hoffentlich besser lesen. Wir haben hier 18 Tracks an der Zahl. Von diesen 18 Tracks sind meine Favoriten. Einmal der Track Kind der 90er Jahre, das ist Track Nummer 4. Dann der Track Auswärtstrieb, das ist in dem Fall die Nummer 7. Und Endzeit-Szenario, Track Nummer 15. Diese drei haben mir am besten gefallen. Dann haben wir hier noch einen Barcode und natürlich die Credits. Das Ganze geht dann hier auf. Dann haben wir hier ein Booklet, beziehungsweise einen Einleger, also das Booklet, nur zweiseitig in diesem Fall. Wir haben hier die ganze Tracklist nochmal aufgelistet. 9 auf der linken Seite und 9 auf der rechten Seite. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Rückseite sieht so aus, also eventuell auch als Wendecover zu verwenden. Ich werde es beim alten Cover belassen. Die CD sieht ebenfalls so aus wie das Cover der CD oder des Albums. Auch hier wieder dieser umgekippte Zug und aus Kohle und Stahl Volume 2 CD. Und dann haben wir hier einen, ja, so einen Wagen, wie man sie in so Gruben oder in so Schächten verwendet, aus Kohle und Stahl, so ein Grubenwagen, KNM, Kopfnussmusik, Volume 2 und zwei so Spitzhacken dahinter. Also klassisch, steht ja sehr gut oder repräsentativ so für Bergbau und Kohlewerk oder generell den Ruhrpott. Dann haben wir hier Kopfnussmusik, einen großen Sticker in Schwarz und Weiß. Das Logo, das Mikrofon in den Totenkopf, Kopfnussmusik.
das Ganze im Hochformat. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus. Aus Kohle und Stahl 2. Neckprint haben wir keinen. Das Ganze in Schwarz und Weiß gehalten. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Hier sehen wir es noch, 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Ich sehe es leider gerade nicht. Ah ja, genau, hier unten steht es. Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das T-Shirt nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck aus Kohle und Stahl 2. Gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Schwarz und Weiß, relativ minimal gehalten das Ganze, aber die Schrift, spezielle Schriftart, ist extrem mächtig, auch mit diesen Querbalken hier. Gefällt mir gut, werde ich definitiv mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Wie gesagt, meines Wissens war die Größe damals frei zu wählen. Ich habe in dem Fall dann, nachdem es kein M mehr gab, mich für L entschieden. Der Kopfnussmusik-Sticker im Hochformat, ebenfalls in Schwarz und Weiß, wie auch das T-Shirt. Und natürlich das Album an sich aus Kohle und Stahl Volume 2. Das alles in dieser wunderbaren Box aus Kohle und Stahl Volume 2 von Kopfnussmusik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kopfnussmusik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.